in der Schuld der Bastaya. Und ich bin hier, sie einzutreiben. Na, dann schauen wir mal. 30 Sekunden Tanze. Bis zum Erscheinen der Vasallen. Mhm. Verflucht! Ein Tanz mit mir in der Meine Federn sind unbezahlbar. Yay! Jemand, den ich mit Messern bewerfen kann. Kompromisse sind das Letzte. Und ich habe diese Welt zuerst gehört. Das waren 3 von 10 Punkten in Sachen Herausforderung. Komm schon! Ein Gegner wurde getötet. Wie öde. Gibt es Rabatt für magische Kreaturen? Die Rebellion bringt mein Blut zum Kochen. Wir Vastaya haben viel von unserem alten Ruhm verloren. Ein Gegner wurde getötet. Die nächsten können mit mir mithalten. Ich bringe das Chaos zum Tanzen. Keine zweite Chance mehr auf Lager. Pech gehabt. Sonst bist du verloren.
Dragon's Peak saniert. Why, Om Tanwa? Heul nicht rum, das ist nur eine Feder. Mir ist langweilig. Ich tue, was getan werden muss. Doch. Nur um sicher zu sein. Tausend Schnitte sind nur der Anfang. Magie ist kein Fluss, den man nach Belieben umleiten kann. Sie ist ein tosendes Meer, niemandem unterworfen. Ich will alles haben. Ich mit Leuten rede, verdeuche ich sie lieber. Und so kommt es mir. Unsere vastayanische Essenz wird mit jedem Tag schwächer. Verhandeln steht ganz unten auf meiner Prioritätenliste. Aber es gibt noch viel zu tun. Betrachte das als präventives Nein. Ja.
Frauen begehren Rakan. Als ob sie etwas mit ihm anzufangen wüssten. Die Natur ist von jeher chaotisch. Sabotage erfordert Geduld und Zeit und eine Mühe. Also ich verprasse jetzt mein Gold. Nur die Sieger schreiben Geschichte. Zeit für unser eigenes. Meine Federn sind auf Krawall gebürstet.
friedlich. Schön, dass du mir das gönnst. Wenn ich tanze, angeblich weiß ich nicht, wann man eine Sache auf sich beruhen lässt. Als ob das eine Schwäche wäre. Das sind nur magisch zum Leben erweckte Schwächen. Du brauchst kein schlechtes Gewissen zu haben. Die Natur folgt dem Chaos. Stell dich ihm nicht in den Weg.